5% aller Babys liegen zur Geburt in der Steißlage. In den meisten Fällen muss das Kind dann per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Doch was, wenn die Mutter es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus schafft? Notruf Feuerwehr Köln. Ach, ich brauche einen Krankenwagen, ich bekomme ein Kind. Ganz kämpflich, wer ist am Telefon? Barbara Rausch, die Fruchtblase ist geplatzt. Frau Rausch, wie ist die Adresse? Sonnenblumenweg 6. Frau Rausch, bleiben Sie ganz ruhig, die Rettungskräfte sind unterwegs. Oh, alles klar. Das Sanitäterteam um Phil Funke rechnet zunächst mit einem Routineeinsatz. Keiner ahnt zu diesem Zeitpunkt, wie kompliziert sich der Transport der Hochschwangeren in die Klinik gestalten wird. Ich bin Dana. Ich bin die Schwester von der Barbara. Meine Schwester liegt in den Wehen. Ich glaube, sie hat sie auch schon angerufen. Ja, deswegen sind wir hier. Maxi! Hallo? Maxi! Wir sind hier zu einem Einsatz gekommen, wo unser Einsatzstichwort hieß beginnende Geburt, also eine Frau, die einen Blasensprung hatte. Der erste Eindruck von unserer Patientin war relativ eindeutig. Wir hatten eine hochschwangere Frau auf dem Bett liegen. Es war ein großer, nasser, blutiger Fleck auf dem Bett, der Fruchtwasser entsprach. Und die Frau hatte augenscheinlich auch Wehen. Guten Tag. Funke, der Notarzt vom Rettungsdienst. Erzählen Sie, was ist passiert? Ich bin schwer für 39 Wochen. Tief einatmen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Seit wann haben Sie schon die Wehen? Seit wann ist das losgegangen? 39. Woche, schwanger. Wann haben Sie den Blasensprung gehabt? Wann ist das rausgekommen? Ich habe mich angerufen. Okay, gerade eben. Tief durchatmen, ganz ruhig. Wie ging das alles hin? Sie ein Mutterpass da? Ja. Nachdem wir uns erstmal ein grobes Bild von der Patientin verschafft haben, haben wir auch direkt nach dem Mutterpass gefragt. Weil in diesem Mutterpass stehen sämtliche Befunde drin, die der behandelnde Gynäkologe erfasst hat im Laufe der Schwangerschaft. Ob es irgendwelche Komplikationen gab, wie groß das Kind ist, wie sie liegen. Da ist der Mutterpass das, wo wir alles dran sehen können und auch weitere Schritte eventuell abschätzen können. Sie den Mutterpass? Schwangerschaftsdiabetes hat sie übrigens auch. Sie sagte eben 5-6 Minuten. Okay. Im Mutterpass haben wir dann gesehen, dass die Dame auch schon eine Vorschwangerschaft hatte, also schon ein Kind geboren hatte, was komplikationslos vonstatten ging. Allerdings haben wir dann im Mutterpass gesehen, dass in dieser Schwangerschaft ein Schwangerschaftsdiabetes bestand und dass das Kind jetzt in der 39. Woche nicht richtig rum lag. Also es lag nicht mit dem Kopf nach unten, sondern falsch rum. Man nennt das dann eine Beckenendlage. Und das ist dann für die Geburt ein Punkt, der beachtet werden muss, weil es zu schwerwiegenden Komplikationen führen kann. Das Kind liegt falsch rum, das Kind liegt in Beckenendlage. Oh, musst du aus der Gegend hier rausholen, ne? Ja. Das Problem ist, so kommen wir durch die Treppen nicht durch. Das ist viel zu eng. Ja. Ja, das werden wir so nicht schaffen. Hab ich auch schon gesehen, ne? Ich hab Luft tief durchatmen, wir kriegen das alles hin. Und der Kleine, so mal. Guck dir mal, wie wir hier gleich runterkommen am besten. Ja, das Treppenhaus geht auch kein. Das ist viel zu eng, das schaffen wir auf gar keinen Fall so. Ja, dann. Wie sieht's aus? Leiter, Feuerwehr? Perfekt. Ja, außen ist groß. Ja, dann lass das mal zügig anleiern. Feuerwehr hier hin, Drehleiter hin. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen. 1111. Dann lassen wir noch einen Zugang legen. Hier. Ja, wir benötigen hier einmal an der Einsatzstelle Feuerwehr mit Drehleiter. Wir haben beginnende Geburt und müssen die Patientin aus dem zweiten OG retten. Wir haben uns dann dazu entschieden, die Feuerwehr dazuzuholen, um die Patientin aus ihrer Wohnung rauszukriegen, aus folgenden Gründen. Und zwar zum einen, nach einem Blasensprung mit Beckenendlage sollten Frauen nicht mehr laufen. Das heißt, sie konnte nicht mehr selber runterlaufen. Und zum anderen waren wir im zweiten Obergeschoss und wir hatten sehr, sehr schmale und steile Treppen. So dass wir dann gesagt haben, es ist für alle, für Mutter, Kind und auch für uns einfacher und schonender vor allem, den Weg durch das Fenster mit der Drehleiter der Feuerwehr zu nehmen. Wir legen ihn jetzt schon mal in den Zugang, dass sie auch eventuell Medikamente kriegen können. Haben wir denn noch dann Zeit? Alles gut. Du hast gesagt, Schwangerschaftsdiabetes? Genau, gucken wir gleich mal. Sehr schön. Wie gesagt, der Venenabstand sind jetzt 5-6 Minuten, sagten sie. Das ist noch im Rahmen. Da haben wir noch genug Zeit, um noch in die Klinik zu kommen. Ne? Machen Sie sich da erstmal keine Sorgen. Ne? Die größten Gefahren bei einer Beckenendlage sind erstmal für das Kind. Das heißt, wenn der Kopf nicht zuerst rauskommt, ist der Kindskörper schon komplett aus dem Bauch raus, aber der Kopf steckt noch drin. Das Problem ist dann dabei, dass der Kopf die Nabelschnur abdrücken kann. Das heißt, dann muss man extrem schnell sein, weil das Kind halt sonst unterversorgt ist und dann versterben kann. Als die Feuerwehr anrückt, haben sich die Wehenabstände weiter verkürzt. Inzwischen hat die Schwester den Ehemann erreicht. Der werdende Vater hat sofort seine Arbeitsstelle verlassen und ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Mahlzeit. Hi. Hallo.
Wir haben oben eine junge Mutter, zweite Geburt, sind kurz vor der Entbindung. Venenabstand momentan 5,5 Minuten. Die hat aber Beckenendlage, also sie hat mit den Füßen nach unten das Kind. Deswegen müssen wir die auf jeden Fall liegend einmal da oben rauskriegen. Und da oben, wo die Kollegen stehen. Bei solch einem Einsatz ist es natürlich wichtig, dass der Arzt erstmal bei der Patientin verbleibt. Deswegen übernimmt der NL-Fahrer da dann den Kontakt zur Feuerwehr, die eintrifft, und bespricht sich mit dem Einsatzleiter, wie die Situation überhaupt ist und was angedacht ist, wie die Rettung halt durchzuführen ist. Wir ziehen die Drehleiter geradeaus durch hier vorne, dass wir mit dem Drehkranz hier vorne, der RTW müsste ein Stück nach vorne dann. Ich guck zügig, ja. Ja, wir geben das Beste. Die Zeit drängt. Wenn sich Einsatzleiter Robin Galert jetzt verschätzt und die Höhenrettung nicht auf Anhieb klappt, wird es kritisch. Denn inzwischen geht es bei Mutter und Kind um Leben und Tod. Und da oben können wir anleitern. Ja. Und oben die Patientin ist gut versorgt. Also wir kommen da ganz gut klar. Wir haben die Vorrichtung, dass jede Krankenhaustrage quasi genormt ist und bei uns auf der Drehleiter auf diese Fassung passt, sodass wir quasi jede Rettungsdiensttrage auf unserer Drehleiter verlasten können und so die Patienten, egal mit welcher Trage, retten können aus höheren Höhen. Leg mal das Tragetuch noch mit drauf, wir gucken mal, wie wir es oben brauchen, ja? Okay, dann könnt ihr drei auf jeden Fall mit hochgehen oben, mit anpassen mit der Trage, den Rettungsdienst unterstützen, ich komme sofort hoch. Hochkonzentriert bringen die Feuerwehrleute die Leiter in Position. Parallel wird in der Wohnung jede helfende Hand gebraucht, um die Hochschwangere für die Übergabe vorzubereiten. Phil Funke ist besorgt, denn die Abstände zwischen den Wehen werden rapide kürzer. Das mit den Schmerzen ist jetzt nicht so sinnvoll während der Geburt, ne? Da muss man dann gucken, weil die Schmerzen haben ja auch was Positives, was die Geburt fördert. Die Maßnahmen, die wir vor Ort getroffen haben, waren relativ begrenzt. Wir haben hier keine Medikamente oder Ähnliches gegeben, weil die Geburt nun mal auch ein natürlicher Prozess ist. Und auch die Schmerzen etc., die gehören nun mal dazu. Und deshalb haben wir dort eigentlich nur abgewartet, uns sie gemonitort. Wir haben die Sauerstoffsättigung, die Herzfrequenz gemessen, ihr einen Zugang gelegt, falls wir nachher doch schnell handeln müssen. Und dann nur noch den Transport erstmal in die Klinik abgewartet. Eins, zwei, drei. Okay. Du hier rum. Kannst du hier einmal übernehmen? Ja. Obwohl, nee, geht. Ich komm. Hier? Okay. So eine Rettung mit der Drehleiter birgt natürlich auch seine Gefahren. Sie ist etwas aufwendiger, dauert etwas länger. Dadurch kann natürlich die Geburt weiter voranschreiten, der Venenabstand kürzer werden und es nachher doch zur Geburt kommen. Fertig. Kopf sagt. Das an? Ja, eins. 2, 3. Kopf sagt dann weiter. Schön vorsichtig. Stich da oben mit dem Kopf aufpassen. Geh schon mal runter. Aber den Kopf da ein bisschen niedriger machen. Bei der Rettung von Patienten mit der Drehleiter ist immer der Führer der Drehleiter mit in dem Korb. Und zusätzlich das Gewicht der Patientin. So konnte der Notarzt halt diesen Weg von oben nach unten nicht begleiten. Auf dem kurzen Weg musste dann die Patientin von unserem Führer der Drehleiter umsorgt werden. Leitstelle Köln von Einsatzleitung kommen. Ja, erste Rückmeldung. Wir haben eine Patientin vorgefunden, Rettungsdienst vor Ort, hochschwanger. Wir müssen eine patientenorientierte Rettung über die Drehleiter vornehmen. Patientin ist jetzt im Korb, wird über die Drehleiter gerettet und wird dann eben dem Rettungsdienst wieder übergeben. Nur ungern lässt Phil Funke seine Patientin aus den Augen. Doch er hat vollstes Vertrauen in die Kollegen von der Feuerwehr. Als der Ehemann der Patientin eintrifft, befürchtet er beim Anblick des schweren Geräts das Schlimmste. Ihre Frau geht's gut, alles ist so, wir haben's geschafft. Das ist alles noch vorsichtshalber. Und Max ist bei der Oma, alles ist in Ordnung. Kann ich nur ganz kurz zu ihr? Sofort, lassen Sie die Kollegen eben genau arbeiten. Wenn sie im RTW ist, dann können Sie mit Ihrer Frau sprechen. Ja? Während wir die schwangere Patientin mit der Drehleiter aus der Wohnung gerettet haben, tauchte dann der Ehemann der Frau auf, der natürlich sehr erregt und aufgeregt war. Seine Frau in so einer Situation, da ist natürlich viel Emotion im Spiel. Und da ist halt immer noch die Möglichkeit, weil ich Freiraum habe, gehört es auch zu meinen Aufgaben, halt die Betreuung der Angehörigen in jeder Form vorzunehmen. Aber bleiben wir hier, lassen Sie uns nur arbeiten. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Du hast ja, natürlich komme ich mit. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Als wir die Patientin dann nach unten verbracht hatten mit der Drehleiter, haben wir natürlich den Rettungsdienst in dem Sinne weiter unterstützt, sodass wir die Patientin weiter versorgt haben und in den Rettungswagen verbracht haben. Zu dem Zeitpunkt war auch der Ehemann eingetroffen, der sich halt mit dem NRF-Fahrer unterhalten hatte. Ich begab mich dann noch dazu und habe den Ehemann noch versucht, ein bisschen zu beruhigen, sodass man einfach noch mal ein bisschen Ruhe in die Stimmung reinbrachte, weil es war schon sehr aufregend hier. Es wird enger mit dem Abstand. Mit dem Abstand. Was meinst du, schaffen wir das? Weiß ich nicht.
ob du ein Baby-NRW haben willst. Pädiater drauf. Überlegen. Während des Umlagerns von der Drehleiter auf die Trage wurde der Abstand der Wehen schon sehr viel kürzer. Wir näherten uns der, ich nenne sie mal, magischen 2-Minuten-Grenze. Das ist bei uns so eigentlich die Grenze, wo wir sagen, wir fahren oder wir fahren nicht mehr. Sodass wir uns dann im Auto dazu entschieden haben, es nutzt alle nichts, wir müssen das Kind jetzt holen. Nick, ja. Stell uns mal ein Baby-NRW hier hin. Ich glaube, wir müssen das jetzt hier machen, glaube ich. Okay. Mach mal warm machen. Leitstelle Köln 1 an der Fall. Ja? Wo ist mein Mann? Der ist draußen. Passen Sie auf. Wir müssen das Kind jetzt hier holen. Im Rettungswagen haben wir natürlich eine begrenzte Ausstattung. Wir haben erstmal alles Notwendige da für den Notfall, für so eine Geburt, auch dass wir das Kind abnabeln können etc. Aber wir haben natürlich keine größere apparative Diagnostikmöglichkeit. Das heißt, eine normale Geburt im Rettungswagen ist durchaus möglich, auch ohne größere Probleme. Aber sobald es zu Problemen kommt, sind unsere Möglichkeiten im Rettungswagen sehr begrenzt. Phil Funke lässt sich nicht anmerken, wie dramatisch die Situation ist. Wenn bei der Steißgeburt Komplikationen auftreten, ist ein Notkaiserschnitt hier nicht möglich. Dann wird es lebensbedrohlich, vor allem für das Kind. Super machen Sie das, super machen Sie das. Schön weitermachen. Oh Gott, wisst ihr, was ich tue? Wir wissen, was wir tun. Das ist nicht das erste Mal. Ja? Die Beinchen sind schon da. Oh Gott. Okay, und wenn es wieder kommt, schön mitpressen, ja? Ja. Schön mitpressen. Eine Geburt aus Beckenendlage beginnt erstmal sehr einfach. Die Füße des Kindes und der Oberkörper des Kindes kommen ganz normal raus, weil die kleiner sind als der Kopf. Problematisch und schneller muss es dann gehen, wenn der Kopf rauskommt. Weil der Kopf nun mal die Nabelschnur abdrücken kann und somit eine Gefahr durch Unterversorgung für das Kind droht. Und kräftig. Ach, okay. Immer wieder das Gleiche. Jawohl, und kräftig, und kräftig. Schatz, Schatz, ich bin hier. Du schaffst das. Der Kopf, den Kopf raus. Komm. Und einmal kräftig. Komm. Jawohl. Und da haben wir's. Die Geburt an sich verlief dann tatsächlich relativ zügig, was mich so ein bisschen gewundert hatte bei so einer Beckenendlagengeburt. Aber der Moment, wenn das Köpfchen erstmal noch drin ist und etwas feststeckt, ist natürlich ein heikler Moment. Wir haben das dann zum Glück sehr schnell lösen können. Und die Mutter war dann überglücklich, ihr Kind in den Arm zu halten. Das haben sie super gemacht. Wir warten jetzt gerade noch auf den zweiten. Wir warten gerade noch auf das Auto für die Kleine. Ne? Und dann fahren wir alle zusammen in die Klinik, okay? Super. Mutter und Tochter sind jetzt erstmal soweit wohlauf nach der Geburt. Für die beiden geht es jetzt weiter ins Krankenhaus. Wir haben jetzt noch einen sogenannten Baby-Notarztwagen bestellt für das kleine Kind. Das ist ein Neugeborenes, das können wir nicht zusammen mit der Mutter transportieren. Ja, und dann geht es für die beiden ins Krankenhaus. Da wird dann auch der Kinderarzt das Kind untersuchen. Der Gynäkologe wird die Mutter untersuchen, ob da alles in Ordnung ist. Und dann werden sie hoffentlich bald das Krankenhaus verlassen können und eine glückliche Familie sein. Mutter und Tochter haben die aufregende Geburt dank des schnellen Eingreifens der Spezialisten unbeschadet überstanden. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt sind die beiden wieder zu Hause bei der Familie.